Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dices 4 Programm. Da bekommt das zu langsam. Sehr schön. Der ist zu langsam im Output. Jo, nächster Schritt. Haben wir es? Ne, die haben wir noch nicht. Weil wir Prozessoren dafür brauchen. Das ist jetzt blöd. Weil genau das werden wir jetzt dann machen. Wir werden Prozessoren basteln. Da kommt eher ein Schiff. Prozessoren. Wann kommt dann? Luisa. Angeblich soll da einer kommen. Kann auch nicht so weit weg sein eigentlich. Na, das müsste ja hier sein. Oder? Ups. Ja, das kann doch der sein. Es wäre cool, wenn die Tooltips hätten oder generell einfach eine kleine Meldung daneben, was sie transportieren. Da ist er. Boah, ich hoffe, man hört das nicht. Das ist geht ein wahnsinniger Sturm gerade bei uns. Das ist nicht normal. So. Perfekt. Mehr Graphen. Wir brauchen ja wahnsinnig viele Produktionsmaschinen jetzt. Also Assembler. Okay, wir brauchen noch mehr. Jetzt haben wir's. Die sollten hoffentlich reichen. Haben wir den Rest, den wir brauchen? Nein, eine Station ist viel zu wenig. Wir brauchen mehr von denen. Dafür brauchen wir Titan. Das kriegen wir dann eh dort. Beziehungsweise das holen wir. Kein Risiko eingehen. Das holen wir uns gleich hier. Wenn wir schon da sind. Sind wir hier richtig? Ja, hier müssten wir irgendwo richtig sein. Die haben mehr als genügend Treibstoffe, werden aber dafür sorgen, dass der auch länger hält. Nicht, dass man wieder irgendwie Probleme kommt. Okay, das ist eh viel. Egal, mehr. Je mehr, desto besser. Man kann nicht genug haben. Nicht, dass das nächstes wieder heißt, wir haben keinen Treibstoff. Also nur immer her damit. So. Zwei Stück. Okay, wir brauchen eine für die Platinenproduktion. Das haben wir. Passt. Sollte genügen. Dann machen wir uns auf den Weg. Da sollen wir da haben. Nein, da. Mustafa. Okay, die sind auch schon so gut wie fertig. So. Schauen wir mal. Da ist die Produktionsseite. Also die Frage, wo können wir da hin? Magnetobienen haben wir auf jeden Fall schon genug. Ah, da kann er Schiffe hinzufügen. Dann hier auch. Ah, der Wind ist unglaublich. So, du
hast hier auch noch keine Dingens. Macht ja nicht so viel. Motorenproduktion. Motoren sind genug da, werden mehr. Zahnräder leider nicht. Die sind voll mit Zahnrädern. Aber dann nimmt die Motoren noch nicht an. Local und Remote Supply, ja, passt. Es geht hier auch mal was weiter. Wir können das ja noch schnell fertig bauen. Hier brauchen wir auf der anderen Seite alles. Was haben wir? Zuerst die Zahnräder. Dann in der Mitte das Eisen. Und zum Schluss die Magneten. So. Warte mal, aber Eisen brauchen. Achso, Eisen ist in der Mitte. Passt, passt, das passt. Ist gut. Jetzt haben wir leider keine Sorter mehr. Dann brauchen wir. Halt! Eisen, komm mal hier. Komm mal hier. Hier ist er. Sollten wir ja hier hinstellen, oder? So. Hey, ich hab gesagt, du sollst da auch einen hinbauen. Sollte alles abdecken. So, wie kommst du dann hier weg? So, haben wir es da schon? Sehr gut. Nein! Nicht alles verbrauchen. Brauchen ja normale auch. Decken aber leider nicht alles ab. Verdammt. Machen wir die dann hin. Entfernen wir den. Machen wir sie mal hier in die Mitte. Schauen, ob das funktioniert. So. Hey, da steht auch noch einer drin. Den hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mal sehen, ob das so hinhaut. Schaut gut aus. So, können wir die jetzt endlich fertig bauen hier? Gut, damit läuft auch hier die Motorenproduktion auf Vollgas. Das haben wir mit. So, mehr geht ja hier eh nicht. Dann können wir hier weiterbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hier gleich anschließen.
hier kommt die Platinenproduktion hin. Local Demand. Interessiert nur niemanden momentan. Und es scheint so, als hätten wir keine Drohnen mehr. Wir können auch keine bauen, wenn wir kein Kupfer haben. Das ist natürlich schlecht. Das ist richtig. Oh, da ist nicht mehr viel Stein da. Und auch Kupfererz ist jetzt noch nicht in allzu großen Mengen vorhanden. So. Für Platinen. Zwei Eisen, ein Kupfer. Das heißt, um das möglichst lang zu bauen, machen wir hier Kupfer und hier Kupfer. Ah, Eisen meine ich. Und hier in der Mitte kommt das Kupfer. Ach, da kam schon was. Wie schön. So. Weil damit können wir auf beiden Seiten, also hier auf beiden Seiten 30 Assembler hinbauen. Das sind dann, okay, also hier mal aufstocken. Das sind einmal 15. Sind nochmal. Oh, warte, 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 warte. Die produzieren 2 pro Sekunde. Shit. Nee, das geht doch nicht. Vergiss es, das ist eine blöde Idee. Wobei das nicht, das passt schon. Wir können die eh nur 15 lang bauen. Weil die produzieren zu viel. Ne, hat schon gepasst. Eisen. Die produzieren uns sonst zu viel. Das ist ein bisschen knapp da, aber passt schon. So. Bei 2 pro Sekunde gehen maximal 15. Okay, ja, du brauchst Kupfer und du brauchst viel Eisen. Der macht 2 pro Sekunde. 2 Trips pro Sekunde. Da kann er mehr mitnehmen. Passt das schon. Mit dem Output hier hinten hin. Ui, das wird interessant, weil der Scheiße. Okay, da auf der nächsten Seite, die brauchen wieder einen eigenen Output, weil 15 befüllen ein komplettes Förderband. Das kann der ja gar nicht, der macht nur 1,5 Trips pro Sekunde. Brauchen wir schon den hier. Ja, der Vorteil ist, Platinenfertigung wird gut laufen, denke ich mal. Hier. Ne, warte, wir brauchen hier ein Förderband nachher. Dann wir das hier rein. Kupfer wäre es halt, ne? Haben wir schon Drohnen? Irgendwo, ja, haben wir. Da habt ihr mal 20. Los, hol's Kupfer. Was holen die dort? Wo holen die hin? So, Platinen werden produziert. Die sind ja als
Supply, aber nicht. Remote, die sollen eigentlich hier. Weil eigentlich können wir die auch remote supplyen. Ist ja wurscht. Nein, nicht Demand. Nicht Demand. Die produzieren die schon selbst, danke. So. Dann natürlich auch die hier wieder. Und da kommt das Kupfer. Und man sieht schon, das Förderband füllt sich hier. Und deswegen geht hier nicht mehr. Auf der anderen Seite braucht man einen extra Output. So, na, hier machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Und dann sollten wir erstmal, glaube ich, genug Förderbänder for life haben. Wobei jedes Mal, wenn ich mir sowas gedacht habe, hat sich dann herausgestellt, dass es doch nicht reicht. So, du brauchst. Wie viel Kupfer brauchen die? 1 pro Sekunde offensichtlich. Dann was mit dem hier. Das soll ja schließlich auch funktionieren. Also ohne Probleme. Und das muss es nicht genau auf den letzten Drücker sein. Aber eben kleinen Hiccup. Steht dann gleich alles. Oh nee. Shit. Oh. Fuck. Warum die hier? Was ist jetzt wieder das Problem? Oh, dass das Förderband nicht lang genug ist. Hahaha. Shit. Das. Was halt nicht passt, ist, dass wir offensichtlich kein Eisen mehr haben. So, das nehmen wir hier dazwischen. So, dann 20 Drohnen, die offensichtlich nicht reichen. Da hat. Nein. Also passt. Doch. Da haben wir noch einmal 20. Und alle sind unterwegs. Nochmal noch mehr Drohnen, weil wir brauchen Eisen. Kommt schon, Leute. Gut, da hab's noch einmal 20. Ich weiß nicht, wie viele braucht sie eigentlich noch. So, dann erhöhen wir hier die Ladeleistung ein bisschen. Die ganzen Drohnen, die hier unterwegs sind. Das passt noch. Strom haben wir. Was sagt eigentlich die Zeit? Ah, oh, war das gleich zu Ende. Alter, 60 Drohnen sind hier unterwegs für den. Gut, die haben auch ein bisschen einen weiten Weg zum Fliegen für das Kupfer. Haben die hier Drohnen? Die haben gar keine Drohnen. Die nächsten Drohnen gehen dahin zum Kupfer. Ja, mittlerweile sind die wohl bald fertig hier. Zumindest die. Die da. Mit dem, was sie halt momentan machen können, weil hier nichts weitergeht. So, wo ist das Kupfer? Da fliegen in die falsche Richtung. Da ist offensichtlich das Kupfer, da wo es so wie zugeht wie in einem Bienenstock. Wir haben nur noch keine Drohnen offensichtlich. Oder doch, wir haben hier 10 Drohnen. Bitteschön. Und auch die machen sich gleich auf den Weg. Oder auch nicht. Nur eine. Okay, jetzt noch eine zweite, dritte, jetzt geht's los. Jetzt haben die auch was zu tun. Gut, das wird sich dann gleich aufhören, sobald die Platinen. Sobald der Kollege voll ist mit Platinen. So, jetzt kommen die Drohnen. Was brauchen wir für. Warum können wir schon wieder welche produzieren? Egal. Wir produzieren einfach, was geht.
können die nämlich ein bisschen unterstützen für später, weil die Dingens werden ja nachher auch noch sollte ich jetzt sagen, für die anderen Produktionen, nein, wir haben hier was Neues, ich habe es gar nicht mitbekommen. Sprays, extra products, production speed up. Spray coater. After setting up the spray coater on the conveyor belt and inputting the proliferate into the sprayer from the upper part, the cargo's carrier on the conveyor belt can be sprayed with a proliferator. Geht nicht leicht von der Zunge. When the cargos are used as raw materials for the next level. Production I cannot obtain the effect of extra production or production speed up. Und den gibt's dann noch besser und noch besser. Okay, das war das, was. Hier gibt's auch noch was Neues. Geothermal Extraction. The power generation facility using magma as energy source. Hey! Combined multiple consecutive low energy photon. Das ist eine neue Form der Energieproduktion für Lava. Was kannst du? Automatic Piler. After setting up the automatic piler, the conveyor belt can automatically integrate two consecutive cargos into one, which greatly improves the carrying capacity. Okay, hey, wir haben da ein paar interessante Sachen dazu bekommen. Hier ebenfalls. Ist auch was Neues. Photon Spotlight Mining Technology. Using the quantum chip to positively intervene. The photon. Der erhöht scheinbar den Mining-Output. Okay. Gut, wir fangen einmal damit an, würde ich sagen. Weil dann können wir hier vielleicht noch mehr Energie rausholen. Bevor wir ja die ganze Lava zupflastern, die wir vielleicht noch brauchen können. Aber interessant, ne? Ich muss mal die Patchnotes anschauen, weil ich habe keine Patchnotes eigentlich gesehen, die jetzt irgendwie neue Gebäude angekündigt haben. Aber vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Das ist natürlich durchaus möglich. Aber Freunde, ich glaube, der Part ist zu Ende, oder? Jo, der ist längst zu Ende. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!